Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Liebe Emiana, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Auf diesem Bild, auf einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen, und durch diese Bewegung aktivieren etwas im Horoskop und das, was wir genau anschauen. Weil bei Sonnenbewegung muss ich sagen, dass die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint es so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und ich starte 1. Mai 2019. Sonne befindet sich im Widder, zeigt auch die Monatsthema, und das hast du hier im 11. Lebensbereich. Natürlich wirkt auch die Widderenergie und es gibt den Impuls, auch die Kraft und Mut, etwas Neues starten, beginnen. Aber den 11. Lebensbereich müssen wir auch anschauen. Das sind deine Wünsche, das sind deine Hoffnungen und das sollst du nicht aufgeben. Hier hast du auch Lernaufgabe, weil Saturn steht in deinem Geburtshoroskop hier und belehrt dich. Außerdem handelt es sich hier um Freundschaften. Und Saturn belehrt dich hier auch, überprüfen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Das wird durch Sonne aktiviert. Nicht nur Sonne befindet sich hier, sondern auch Uranus. Und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, auch in deinem Freundeskreis. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie bewegen wir uns, hat auch einen Bezug zum schnellen Autos oder Sportbewegung. Das ist auch die Kraft, wie wir uns durchsetzen und behaupten, uns wehren. Mars ist eine männliche Energie und bedeutet auch Mann, also Begegnung mit einem Mann, das kann auch die liebe Partnerschaft bedeuten, aber auch anderen männlichen Personen durch diese Bewegung, was im Horoskop etwas auslöst, kann natürlich auch eine Kollege sein oder eine männliche Person von Verwandten oder Nachbarn. Mars bewegt sich im Stier. Ich setze Mars jetzt hier im Stier. Stier hast du im 12. Lebensbereich und das ist Rückzug. Das kann bedeuten, du kennst jemanden und dieser Mann ist gerade im Rückzug. Kann auch bedeuten, dass hier um Geheimnisse handelt oder dass dieser Mann seine Geheimnisse erzählt. Möglich ist es auch, dass du geheime Feinde hast und du erkennst es und mit dieser Mars-Energie sollst du dich wehren. Mars ist auch die Kraft und hier im 12. Lebensbereich, was auch Rückzug bedeutet, wäre klug zur Zeit
zurückziehen, die Ruhe bewahren. Stier zeigt auch Ruhe, Gelassenheit, damit du in Kraft bleiben kannst. In Ruhe liegt die Kraft. Rahu ist der Drachenkopf. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt im Horoskop eine Drache. Drache erscheint auch in der Mythologie, auch im Sternenhimmel gibt es auch Drache. Dieser Drache zeigt Karma. Und das ist getrennt. Bei diesem Drache wurde der Kopf abgeschnitten. Und wir kennen nur die Körper. Und dieser Körper, dieser Drachenkörper, ist nichts anderes als die absteigende Mondknoten und aktiviert alten karmischen Themen, Erinnerungen. Das ist Vergangenheit. In deinem Geburtshoroskop ist diese Ketu oder absteigende Mondknoten hier im Jungfrau, im tiefsten Punkt des Horoskopes, was auch deine Wohnsituation bedeutet. Der Kopf wurde abgeschnitten von dieser Drache und die Seele sucht es. Weil das kennt noch nicht, braucht aber, weil das befreit. Und diese aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf oder diese karmischen Knoten, was die Suche bedeutet, was die Seele sucht, hast du hier in Tierkreiszeichen Fischen in der 10. Lebensbereich in dein Geburtshoroskop. Diese Knoten, auch die absteigende Mondknoten, auch die aufsteigende Mondknoten, die bewegen sich aber auch und aktivieren was im Horoskop. Und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, weil es die Seele gerade sucht und braucht, sich zum Entfalten oder von etwas befreien, befindet sich zurzeit in Zwillingen. Und das hast du hier, das ist dein Aszendent und das ist deine Persönlichkeit oder dein Aussehen. Und das, was die Seele gerade braucht, dich selbst darstellen, frei sein, befreit zu sein von etwas und hat mit deiner Persönlichkeit eine Wirkung. Und dieser Rahu oder Drachenkopf bewegt sich hier ganzes Jahr und auch 2020, also ziemlich lang. Und Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich ganzes Jahr und auch Jahr 2020 immer noch im Schütze und hat einen Einfluss auf deine liebe Partnerschaft. Jupiter ist gerade rückläufig. Jupiter gibt Chancen, Möglichkeiten, Glück. Das ist die große Glücksplanet. Bei dieser Rückläufigkeit bedeutet, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es bremst etwas oder hat mit Vergangenheit was zu tun. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Und das hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation. Hier hast du im Geburtshoroskop Neptun und Neptun zeigt, lebt deine Träume. Und Jupiter aktiviert das gerade, auch wenn das rückläufig ist, wird aber ändern. Aber zurzeit ist für dich wichtig die Suche nach deiner Berufung, wo du auch karmische Themen hast. Immerhin, Rahu ist hier, was die Berufung bedeutet. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet die Karma. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit, oft mit karmischen Themen was zu tun. Saturn bringt etwas in Form und möchte etwas stabilisieren. Saturn belegt sich im Schütze und aktiviert bei dir liebe Partnerschaft.
bleibt auch noch, also nicht nur Monat Mai, sondern ein ganzes Jahr bleibt hier, genauso wie Pluto auch. Pluto ist auch hier und ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit oder mit Karma was zu tun. Pluto zeigt auch, konzentriert auf die Wesentliche und lass alles los, was dich stört, auch Gefühle wie Verlustangst oder Schuldgefühl. Neptun lässt unseren Träume leben. Neptun bewegt sich im Wassermann. Und hier hast du im Geburtshoroskop die Erde, unseren Planet Erde. Und das zeigt dir, hier hast du die Sicherheit, Stabilität, hier manifestiert sich etwas. Und das ist Richtung Ausland oder Spiritualität oder Bildung. Und hier wird die Neptunbewegung, Neptun bewegt sich gerade hier, aktiviert bei dir diese Thematik und Neptun zeigt, lebt deine Träume im Ausland, dort manifestiert sich etwas oder geh in spirituelle Richtung oder studiere etwas noch. Venus, Merkur und Mond sind in Tierkreiszeichen Fischen und aktiviert hier dir Themen wie Zielerreichung, die Suche nach deiner wahren Berufung oder Anerkennung, damit du Respekt bekommst oder Öffentlichkeit. Und hier hast du im Geburtshoroskop die Fischenenergie. Und das heißt, das hat mit Gefühlen was zu tun. Fischen bedeutet auch diese Kreativität und diese Begabung hast du auch. Eine kreative Arbeit ausüben als deine Berufung oder etwas in Öffentlichkeit bringen. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung. Mond-Venus-Verbindung, die wirken zusammen. Bei Venus-Energie handelt es sich um die Liebe-Partnerschaft. Mond hat einen Einfluss auf Gefühle und das kann bedeuten, dass das im beruflichen Umfeld ist oder dass du Anerkennung bekommst oder bist du als Frau auch wahrgenommen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und da handelt es sich um Gespräche, Termine, Verträge, wirkt auf die Berufung oder kann auch die Öffentlichkeit bedeuten, wie ein Vortrag halten oder ein Buch veröffentlichen. 4. Mai ist Neumond, exakt um 23.46 Uhr im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder. Und ein Neumond heißt, wenn Sonne und Mond sich treffen. Und das ist im Widder. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit. Worüber sollst du nachdenken? Erstens ist das die Widder-Energie. Was sollst du Neues starten? Was sollst du Neues beginnen? Und kommt noch dazu die 11. Lebensbereich. Was sind deine Wünsche, wie erreichst du das? Oder überlegen im Freundeskreis, wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen? Und hier, wie ich schon sagte, hast du auch Lernaufgabe, weil im Geburtshoroskop steht Saturn hier, also belehrt dich. 5. Mai ist Merkur im Widder. Aktiviert hier Themen, Freundschaften. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kontakten, Gesprächen oder Vertrag. Die 11. Lebensbereich hat auch einen Bezug zum Gruppe von Menschen, wie eine Gruppe gründen oder einen Vertrag unterschreiben in Verein. 6. Mai ist Mond im Stier, das habe ich schon hier, Mond im Stier. Und das bedeutet, Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle.
Und hier im 12. Lebensbereich handelt es sich um Rückzug. Dann kommt noch die Stierenergie dazu, die Ruhe bewahren, sei zurückhaltend, genieße den Tag. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Mars verlässt die 12. Lebensbereich und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil hier hast du die Aszenden. Und das löst bei dir aus, entweder, dass du Sport machst oder dass du dich durchsetzen kannst oder sollst du dich auch wehren, dich zu behaupten und Kraft zu zeigen. Oder es ist eine männliche Person und dieser Mann hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. 8. Mai ist Mond auch in den Zwillinge und steht in einer Verbindung zum Mars. Und die beiden wirken zusammen. Kannst gar nicht trennen, die wirken zusammen. Und das kann auslösen, das kommt die Impuls, das ist Mars-Energie, und zeigst Gefühl. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Das kann auslösen, dass du wütend bist und kannst deinen Gefühlen nicht im Zaun halten. Oder eine männliche Person, wo ein starker Einfluss hat auf deine Gefühle. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung und das ist eine Überraschung, eine unerwartete Nachricht oder dass durch diese Nachricht, durch dieses Gespräch verändert sich etwas. 10. Mai ist Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über den Krebs. Also kann ganz und voll hier entfalten. Und das hat einen Bezug auf deine Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl oder etwas in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist, oder Geld, Finanzen. Hier hast du im Geburtshoroskop Mars und das bedeutet, dass du dich immer wieder behaupten musst im Leben, damit du Wertschätzung bekommst oder manchmal Kampf um die Finanzen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Werte oder auf die Finanzen und Mond aktiviert das natürlich auch. 11. Mai übergeht Venus zum Widder. Venus verlässt die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht immer wieder. Schau mal, hier hast du Sonneneinfluss, Uranus, Merkur, Venus, also sehr viel Energie fließt in dieser Zeit auf deinen 11. Lebensbereich und das sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, bei Venus natürlich auch im Thema Liebe, Partnerschaft, aber wenn es um Freundschaften geht, dann kann das auch eine Frau sein, dass du hier Gespräche hast oder bekommst du Nachricht und Uranus wirkt auch, da kommen Veränderungen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond bedeutet Spannung und diese Spannung hast du hier bei den Werten und Finanzen. Entweder hast du in diesem Tag, bekommst du keine Wertschätzung, oder achte auf die Finanzen, das heißt, gib kein Geld aus, auch nichts investieren oder keinen Vertrag unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. Dieser Halbmond, was Spannung auslöst, ist exakt um 2:12 und diesem Halbmond fehlt die Erde, fehlt die Sicherheit, fehlt die Stabilität. Kann auch bedeuten, dass dann deine Gefühle sind, dass du Verlustangst hast oder machst du Sorgen über die Finanzen.
13. Mai ist Mond im Löwe. Mond befindet sich eine zunehmende Mondphase. Das heißt, etwas nimmt zu in dieser Zeit. Oder wir können etwas starten, was vermehren soll, zunehmen soll. Und wirkt gerade hier in diesem Bereich, wo das um Wissen geht, um Kontakte geht mit Verwandten, Nachbarn und Medien. Also wenn hier etwas vermehren möchtest, wie zum Beispiel mehr Kontakte wünscht zu Verwandten, dann kannst du natürlich das mit diesem Mondenergie aktivieren. 15. Mai ist Mond im Jungfrau. Im Geburtshoroskop hast du hier Merkur, Venus, Uranus und auch Ketu. Also auch ein wichtiges Thema, deine Wohnsituation wird hier mit Mondenergie aktiviert. Mond hat schon einen Einfluss, sehr großen Einfluss sogar auf unseren Alltag und auch wirkt auf unseren Gefühlen. Und hier ist die Wohnsituation. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Das ist dann die Monatsthema. Das ist Stierenergie. Erstens das Leben genießen, die Ruhe bewahren. Im 12. Lebensbereich sowieso heißt auch Rückzug. Oder bedeutet auch um die Werte achten und die Finanzen in Ordnung zu bringen. 17. Mai übergeht Mond im Waage, aktiviert Themen, was mit Kindern zu tun hat, weil jemand dieser Wunsch hatte, Schwangerschaft, natürlich, wenn Mond im 5. Lebensbereich ist, wo eine Verbindung zum Kinder ist und Mond, die Mondenergie ist, die Empfängnis hat mit Schwangerschaft, mit Mütterlichkeit natürlich auch was zu tun. Aber nicht nur Thema Kinder aktiviert hier, sondern auch die Lebensfreude. Am 18. Mai ist Vollmond im Waage. Hier im Waage, exakt um 22 Uhr und 11 Minuten. Vollmond bedeutet, das wird ganz und voll beleuchtet. Dann sollen wir auch hinschauen und aktiviert Themen, was hier mit dem 5. Lebensbereich zusammenhängt. Kinder, eigene Kindheit, inneren Kind, schöpferische Energie, Lebensfreude. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in einer Verbindung und sie wirken gemeinsam, aktiviert Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft oder ändert sich etwas durch einen Einfluss von einer Frau. 19. Mai ist Merkur im Stier. Das hat auch eine Bedeutung, weil hier ist das Schweigen, hier handelt es sich um Geheimnisse. Wenn du deine Geheimnisse hast, dann erzähle das nicht. Oder kann passieren, dass andere erzählen ihren Geheimnisse. Mond ist im Skorpion. Vollmond ist vorbei, beginnt die abnehmende Mondphase und wirkt auf deinen Alltag und deine Arbeit. Und jetzt kannst du von allem verabschieden im beruflichen Umfeld, was dich gerade stört. Handelt sich auch um Gefühle wie Angst oder wenn du was verändern möchtest beruflich, das wäre dann zum Beispiel ein guter Tag, dich zum Kündigen und beruflich etwas verändern. Wobei achte auch auf die Rückläufigkeit von Jupiter, was ein Hinweis ist, dass du noch das gut überlegen sollst und erst dann, wenn Jupiter direktläufig ist, dann wäre ein besserer Zeitpunkt dafür. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung und wirkt gemeinsam.
Und das kann auch bedeuten, dass Jupiter vermehrt etwas, und bei Mondenergie handelt es sich um Gefühle, dass das etwas übertrieben wird. 21. Mai übergeht Mond in Schütze und aktiviert Themen Partnerschaft. Am 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und Saturn belernt die Gefühle ernst zu nehmen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Pluto zeigt, konzentriere auf den Wesentlichen und alles andere lass los. Und beim Mond handelt es sich um Gefühle, also Angst loslassen, Schuldgefühl loslassen oder Wut oder wenn sogar Eifersucht im Spiel ist, gerade hier in diesem Lebensbereich, wo um die Partnerschaft geht, natürlich davon auch verabschieden. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das heißt im vollen Glanz oder kommt die Wahrheit ins Licht und beschleunigt etwas. Du hast aber Merkur im Geheimnissen, hier im 12. Lebensbereich. Und wenn du deine Geheimnisse hast, dann erzähle das bitte nicht, weil das kann passieren, dass das hier ins Licht kommt, dass das weitergetratscht wird, ganz, ganz schnell wird das auch verbreitet. 24. übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen Erneuerungsprozesse, Loslassen, endlichen Themen. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, exakt um 17 Uhr und 34 Minuten. Das ist wieder Spannung im Lebensbereich Reisen, Spiritualität, kann auch Unsicherheit bedeuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in einer Verbindung und sie haben ähnlichen Essenz. Das handelt sich um unsere Gefühle, es handelt sich um unsere Kreativität, es handelt sich um unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie und das ist sehr intensiv. Und das hier im 9. Lebensbereich, entweder über eine Reise oder Kontakten zum Ausland entspricht dieser Träume, ist es auch möglich, dass das hier um Spiritualität geht. 29. Mai übergeht Mond im Fischen, aktiviert Themen deine Berufung, Zielerreichung, Anerkennung, Öffentlichkeit. Und 31. Mai ist Mond im Widder, aktiviert deine Themen wie Hoffnungen und Wünsche oder Kontakte mit Freundeskreis, Bekanntenkreis. Liebe Emiana, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.